Leute, ich hoffe, ihr seid bereit für eine Folge voller Ausraster, voller Cringe-Momente und auch Situationen und Reaktionen, wo man sich gedacht hätte, nee, ich glaube nicht, dass sowas passiert. Aber genau das passiert. Und damit herzlich willkommen zur 6. Folge von Kampf der Reality Stars. Die letzte Folge endet ja damit, dass Julia und Percival? Julia und Percival, sind die rausgeflogen? Dass die rausgeflogen sind? Natürlich war dann die Folge vorbei, es startet gleich ein neuer Tag und wir haben richtig Bock. Wer sich die ganze Folge reinziehen will, kann das gerne machen. Auf RTL Plus, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten den Kanal abonnieren, die 100.000 machen wir irgendwann voll. Das ist jetzt der neue Satz, bis wir die 100.000 voll haben. Wenn ihr den nicht hören wollt, macht die 100.000 voll. Ja, und ansonsten macht sie halt nicht voll und dann hört ihr ihn ganz oft. Toll, oder? Und jetzt starten wir in die Folge rein. Also ich finde es ja schön, wieder mit dir in der Küche zu stehen, wie in den Anfängen in dieser Küche. Ja, in der Küche war es ein bisschen eng geworden zwischendrin mal. Es ist so schön. Endlich haben Sarah und Matthias wieder Platz. Julia, die beste Freundin von Matthias, ist rausgeflogen und er so, ah, dann muss ich jetzt wieder nett zu Sarah sein, weil die anderen finde ich auch alle doof. Die Klenne könnte handsam sein, dadurch, dass Julia weg ist. Ich höre doch schlecht, Matthias. Emily, hab ich gesagt, könnte handsam hier drin sein, weil sie sich nicht vor Julia so zeigen muss. Emmy könnte plötzlich nett geworden sein, weil nur Julias Anwesenheit hat dafür gesorgt, dass die dauernd laut und weird war. Hä, aber Emmy hat sich doch nie mit Julia angelegt, sondern eigentlich immer mit allen anderen und ist doch sauer auf Eva. Und kennt ihr auch diesen Moment, wenn ihr mit jemandem leise flüstern, lästern wollt und die Person dann so, ich höre doch nichts, kannst du mal lauter reden? Und so, nein, ich flüster gerade, das ist der Sinn des Flüsterns. Ja, mit Sarah klappt es also auch schon mal nicht. Du kotzt mich an sowas. Ich werde mich dankbar für ihre Belehrung zeigen, als hätte ich sie wirklich angenommen. So. Um so zu tun, als ist meine Reaktion echt. Bist du so lieb, verteilst du mal Emmy? Ja. Wollen hier alle Eiskaffee? Ja, aber ab morgen sind die mir auch schon wieder scheißegal. Oh, Emmy hat also auch einen neuen Plan. In der letzten Folge ist sie nicht ganz gut angekommen, weil sie überall so ein bisschen gestritten hat. Und jetzt hat sie gemerkt, so, nee, ich will nicht rausfliegen. Ich muss jetzt wieder auf nett tun. Aber sie ist eigentlich gar nicht nett. Sie hasst sie ja immer noch alle. Aber sie bringt denen jetzt Eiskaffee, die fallen bestimmt drauf rein. Also, wer kann da schon nicht drauf reinfallen, ne? Wir würden gerne mal Bestellung machen, Mäuschen. Ich höre mein Bärchen. Sehr schön. Also wir brauchen Wurstkäse fürs Frühstück. Frischkäse gerne. Ist hier Sendezeit? Nein. Ja, wir dachten, wir kommen jetzt auch mal. Wenn ihr Sendezeit ist, sind wir natürlich auch mitbringen. Oh Gott, der arme Matthias, der will sich gerade wirklich nur für die Gruppe kümmern. Der will die Bestellung machen, Essensliste, was die alles brauchen. Dann kommt so ein Scherkan rein. Ja, da hast du auch Bock, ne? Ja, wir machen jetzt Party und du sitzt so. Nein, es ist morgens. Ich wollte einfach nur Essen bestellen. Ja, schade, ne? Geh weg! Sie hatten dann allerdings den genialen Plan, dass sie, weil ja bei den Neuankömmlingen bestimmt kommen wird, das machen ja Neuankömmlinge so, sich zu verkleiden. Wieso weiß keine Sau? Um die Person zu verwirren. Wieso weiß immer noch keine Sau? Aber sie legten los. Das sieht gut aus. Hat irgendjemand von euch Mädels einen ekelhaften Lippenstift dabei? Mückenstift? Lippenstift. Matthias, wie sexy. Wie schön siehst denn du aus? Ich muss tatsächlich sagen, Matthias sieht gerade besser aus als sonst. Unglaublich. Also dann wird er sich hässlich machen und scheitert sogar da. Mensch, Matthias. Allerdings, ich habe immer noch nicht ganz verstanden, warum das jetzt der Plan ist. Warum die alle so eine Freakshow machen wollen, damit eine neue Person kommt und sich denkt, okay, die müssen hier alle erstmal raus. Also, das ist irgendwie, der Plan ist nicht ganz zu Ende gedacht, ne? Niemand braunhaarig ist, auf jeden Fall dunkelhaarig, niemand blondes, ne? Das ist ja schon mal gut, ey, komm. Ja, super! Letzte Folge, Emmy noch so, ah, die Peggy, die Blonde hasse ich. Und jetzt sind die zusammen, die Blonden, die Neuankömmlinge hassen, falls die blond sind. Und ich glaube, ich hätte es lustig gefunden, wenn die jetzt jede Woche eine blonde Person reingeschickt hätten. Und die Gruppe der Blonden, die Angst vor der neuen Blonden haben, wäre immer größer geworden, obwohl es immer, ne? Weird und witzig wäre es gewesen. Schönen guten Tag! Wow, was ein Empfang! Danke, Frau! Thank you so much! Mein Name ist Camila Vargas, ich freue mich, Sie zu begrüßen in dem Saal! Thank you! Und wie ist Ihr Name? Mein Name ist Jeff. Und wer zum Geil ist es jetzt? Was ist das überhaupt jetzt für ein Auftritt gewesen? Also, Matthias, was sollte das? Aber gut, das ist Jess. Wer ist Jess? Das sind Newcomer, also die muss man nicht kennen. Ich bin Jessica Sulikowski, bin 28 Jahre alt, komme aus Berlin. Man kennt mich aus Berlin Tag und Nacht. Ah, deswegen kenne ich dich schon wieder nicht. Berlin Tag und Nacht, Köln 506667, Dresden, Hamburg, Wolfsburg. Ich kenn's doch alles nicht. Wer guckt sowas?
Das werde ich nicht beantworten. Was machst du jetzt so? Aktuell verdiene ich mein Geld durch Influencing und natürlich auch bei OnlyFans. Natürlich, also das gehört ja auch schon zum guten Ton, ne? Es ist auch irgendwie das Motto, ne? Einmal im Fernsehen gewesen, dann Geld mit Influencing verdienen und alle schaffen es. Das reicht tatsächlich. Die Marketingmacht, die reicht. Für alle. Krass, oder? Wie geht's dir? Bist du gut angekommen? Ja, definitiv. Wolltest du gleich wieder umdrehen, oder als du uns gesehen hast, oder war doch... Nee, ich hab tatsächlich einen Lachkrampf bekommen, weil ich schon direkt wusste, oh, das wird witzig. Oh, das wird witzig. Das wäre nicht mein erster Gedanke. Also stell dir mal vor, du hast Bock auf Kampf der Reality Stars, du sitzt da in deinem Boot, du weißt, jetzt ist endlich dein Einzug nach so 2 Wochen warten, du kommst da an und alle kommen so auf dich zu, du denkst dir nur so, okay, bin ich drunk oder die? Also was geht hier ab? Die haben alle die gleichen Knacks in der Birne. Ich finde Jessie großartig, eine tolle junge Frau, super Personality, sie hat einen krassen Spirit. Alles klar, Daniel findet sie also mal wieder scharf. Ich dachte, Emmy wäre jetzt so toll, anscheinend Emmy nicht mehr, jetzt die nächste. Oder er findet einfach alle Frauen scharf, das geht ja auch. Daniel, man merkt, wenn du jemanden attraktiv findest, dann haben die immer eine gute Personality. Ich kenne dich jetzt mittlerweile, Schwester. Im Prinzip fällt es mir schwer, diese Frau jetzt nicht zu heiraten, ganz schwierig, aber nein, ganz toll. Besser hätte es mich zum Beispiel nicht treffen können. Was ist mit denen? Da kommt einfach eine Frau an, man hat 2 Sekunden Hallo gesagt, so, oh, das fällt mir voll schwer, die nicht zu heiraten, die ist so attraktiv. Mein Gott, Leute, beruhigt euch doch mal. Warum müssen die denn sofort so losgehen? Das ist ja ekelhaft. Noch eine Frau. Nö, oder? Das ist ein Mann. Das ist ein Mann, ein blonder Mann. Ist es das hübsche Ich? Ist das dein Bruder? Ja, das ist er. Sein Zwillingsbruder ist angekommen, wo er erstmal gedacht hat, es ist eine Frau. Wie das passiert ist, keine Ahnung, aber ja, wir haben wieder einen Zwilling dabei, Leute. Wir haben jede Staffel einen Zwilling. Warum können wir nicht eine Staffel ohne Zwillinge haben? Ich will diese Zwillingsscheiße nicht mehr. Es reicht, siehst du es nicht? Ja, endlich mal wieder ein geiler Fächer. Ey, was ist denn los mit dir? Hier drin, die Männer, die lassen langsam nach. Okay, und der Benny, der möchte auch langsam jemanden haben. Okay, es macht es jetzt irgendwie nicht besser, dass der jetzt auch die Männer losgeiert. Ich finde schön, dass nur Paul das bei ihm jetzt steht und alle anderen, das ist okay, wenn die rumgeiern immer. Oder vielleicht fühlt Paul sich angegriffen. Der war so, hä, was heißt hier endlich wieder ein heißer Feger? Ich bin doch die ganze Zeit da. Nur weil Eva ihre Kreine nämlich reinhaut, heißt das nicht, dass ich nicht bereit wäre. Man kennt mich wahrscheinlich von Köln 50667. Spielt da die Rolle Ben. Wieso? Warum bleiben die nicht dort? Weil wann ist das eigentlich passiert? Irgendwann kam dieser Knack, dass alle aus Köln und Berlin, Tag und Nacht und whatever, in diese ganzen Trace-Sendungen kommen und sagen, man kennt sie von daher. Warum sind die nicht in der Laiendarsteller-Scheiße geblieben? Ich meine, Schauspielkunst. Tut halt weh. Aber schon für ihn jetzt so vom Feeling. Na klar. Macht, ne, also nicht, sondern, also wenn ich weiß, wenn ich meinen besten Freund jetzt hier an der Seite hätte, dann würde ich mich unbesiegbar fühlen. Ja, und das finde ich auch ein bisschen doof. Ich finde einfach die Dynamik doof, dass da Verwandtschaft mitmacht. In einer Single-Kämpfe-Sendung, dass du dann einen Verwandten drin hast, der dich ja wahrscheinlich nicht rauskicken wird, wenn er noch Alternativen hat. Das, also, mein erster Move wäre, sobald Zwillinge eingezogen sind, okay, einer von beiden muss gehen. Das wäre mein erster Gedanke und ich würde alle dazu aufstacheln, dass das klappt. Das wäre eigentlich immer doof. Für uns ist wichtig, dass wir trotz alledem nicht als Zwilling abgestempelt werden, weil jeder für sich einfach kämpft und jeder für sich auch hier ist. Das finde ich wiederum gut. Ich fände gut, wenn die es durchsetzen, allerdings ist das halt, es ist schwer zu glauben und es ist auch unwahrscheinlich und es ist auch verwirrend mit denen. Also wenn die jetzt dauernd im Interview sitzen und da nicht der Name steht und selbst wenn da der Name steht, bringt mir das nichts. Ich denke mir die ganze Zeit so, hast du nicht gerade eben erst was gesagt und das war vollkommen anders? Weil jetzt kann ich die schon immer auseinanderhalten. Mann, das regt mich auf. Da nun allerdings alle wieder angekommen sind, kann man sich ja wieder aufmachen zu einem Bestrafungsspiel und ja, die Post ist da, ne? Liebe Reality Stars, wir machen uns Sorgen. Sorgen, dass es euch in der Sala zu gut gehen könnte. Daher steht heute wieder ein Spiel auf dem Programm. Und alle haben so Bock. Ich sitze da so, boah, Sala-Leben, Bestler. Ach, wieder ein Bestrafungsspiel. Boah, müssen wir wieder aneinander gekettet sein? Kriegen wir keine Toilette mehr? Ja, die Toilette ist gestrichen für die nächsten 48 Stunden. Das wäre auch mal eine Bestrafung. Die werden sie nicht kommen sehen. Und ja, das wird vielleicht nicht passieren. Leider machen Sieger. Diese hochüberzeugende Theorie vertritt auch Influencerin Emmy. Wenn ich mich in meinem Outfit wohlfühle, dann kann es ja sowieso nur gut werden, weil wenn nicht, dann funktioniert ja meine Gehirnzelle auch nicht so korrekt. Die eine Gehirnzelle dann, ne, Emmy? Ich glaube auch. Na gut, aber sie hatte das passende Outfit für das unbekannte Spiel. Alle ziehen sich um, alle sind ready. Auf geht's in die Sonne. Manche eingecremt, manche nicht.
Viel Spaß. Im heutigen Bestrafungsspiel müsst ihr euch gegenseitig und im direkten Vergleich ranken. Pro Runde müsst ihr als Gruppe 4 eurer Co-Stars zu potenziell unangenehmen Themen in eine Reihenfolge ordnen. Ah, das ist dieses Spiel mit, hey, wer von denen hat am meisten Verträge ausgehandelt? Wer hat die höchste Gage? Rankt diese 4 Leute und wir erfahren die Wahrheit. So ein Ding war das, ne? Das kannten wir aus früheren Staffeln. Alle lieben's, wirklich alle. Liegt auch nur ein Fehler im Ranking vor, gilt die Runde als verloren und alle gerade Spielenden bekommen eine Ladung Schleim ab. Nein. Alle so, ich habe mein geilstes Outfit für diese Challenge angezogen, damit es komplett versaut wird, wenn sie falsch liegen. Funny. Aufgabe lautet, welcher Star wurde zuerst angefragt? Serkan war ganz kurzfristig. Der war so ein Notnagel, den wollte man eigentlich nicht haben, aber dann hat er ja noch gebettelt, dass er nur einen Euro nimmt und dann haben sie gesagt, komm, schieben wir auch noch mit rein. Der kommt erstmal nach ganz hinten. Ich finde, ich würde es irgendwie nicht erzählen wollen, wenn ich so ganz kurzfristig, komplett billig in diese Sendung reingekommen bin, würde ich damit nicht prahlen irgendwie. Aber er tut's, er findet es geil, ne? Überraschend, aber ich habe es nicht anders erwartet. Alle richtig. Ey, wir kennen unsere Stars doch, Mann. Ja, welcher Star wurde zuerst gecastet? Sarah Kay und dann Jess und dann Peggy und dann Serkan, also zumindest in dieser Vierergruppe. Und Sarah so, ich bin halt auch ein Star, da kann ich nichts ändern, ich bin Hollywood. Ja, und alle kotzen wieder, ne? Als dann allerdings noch gefragt wird, wer hat am meisten in seinen Verträgen rumgemosert, haben sie sich dann tatsächlich geirrt? Und Sarah hat auch da am meisten rumgemeckert, dass sie irgendwas Bestimmtes haben will. Zum Beispiel... Was hast du denn alles so verhandelt, Sarah? Man darf meinen bekleideten und unbekleideten Intimbereich nicht zeigen. Man hört mich hier nicht pupsen. Also es sind auch ein paar lustige Klauseln. Deswegen putzt du immer neben mir so einfach frei raus. Eigentlich auch irgendwie witzig. Sie erzählt jetzt sogar, dass man nicht veröffentlichen darf, wie sie pupst. Aber sie gibt ja damit schon zu, dass sie es trotzdem mal macht, ne? Ich dachte, Frauen pupsen nicht, ja, Sarah? Da ist wirklich, dass sie das wichtig ist, dass das in den Vertrag geschrieben wird, faszinierend. Aber es beweist meine Aussage von vor 1000 Folgen schon, dass ich immer erzählt habe, da können alles möglich verhandeln. Es ist so viel Scheiß, den die verhandeln. Und Eva auch so, das kann man alles verhandeln? Krass. Ich hätte nur gedacht, wenn Sarah mal so ein richtig privates Gespräch führen will, dass sie dann vorher einen richtig fetten Bohneneintopf isst und dann am nächsten Tag voll mit Blähungen dieses Gespräch führt. Die andere Person muss halt ein bisschen leiden, allerdings würde alles privat bleiben, trotz Kameras. Das ist vielleicht ihr Masterplan. Ich hab's gecheckt, lange Runde. Aber was vielleicht clever war, dass man halt ihren Intimbereich nicht sehen darf, ne? Soweit habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte, das wäre normal. Das will doch eigentlich keiner sehen, so meinen Intimbereich. Ja, Eva, damit hast du allerdings auch recht. Den möchte niemand sehen. Das, ja. Aber wie wir von Uschi wissen, müssen wir trotzdem da manchmal durch. Mit die günstigste Gage von sage und schreibe 1 Euro ist Serkan. Als nächstes haben wir die Nico. Dann haben wir den Jess. Und auf Platz 1 den Peggy. Warte, nur ganz kurz zu meinem Verständnis. Die haben zuerst Jess angefragt, weil sie wahrscheinlich lieber haben wollen. Und dann erst Peggy. Aber Peggy hat die größere Gage rausgehauen, im Gegensatz zu Jess. Interessant, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte irgendwie auch gedacht, dass sie sich erst die großen Klopper und die tollen Brocken holen und der Rest sehen muss, womit der klarkommt. Hätte ich jetzt erwartet, naja. Die Gagenfrage beschäftigt natürlich auch mal die meisten Zuschauer und deswegen gibt sie dann in mehrfacher Ausführung verschiedene Konstellationen und ja, da dürfen wir uns jetzt das alles antun. Im Leben nicht. Emmy ist echt schwer zu schätzen. Ich schätze schon, dass die Emmy zwar eine gute Gage bekommt, aber auf gar keinen Fall eine bessere als ich. Weil Eva ist ein super Megastar und sie passt halt Emmy. Ich fände es irgendwie schön, wenn Emmy mehr Geld bekommt als Eva, damit Eva nochmal einen leichten Realitätscheck bekommt. Allerdings möchte ich auch, dass Emmy weniger Gage bekommt als Eva, damit sie den Realitätscheck bekommt. Eigentlich möchte ich, dass beide keine Gage bekommen. Das wäre auch ganz toll. Ist... Auf Platz Nummer 3 befindet sich... Oh, es ist so spannend! Ja. Emmy! Ey, wenn das jetzt alles stimmt, oh mein Gott! Ja. Wow! Das bedeutet, Eva hat ihren Wunsch bekommen, sie verdient mehr als Emmy, dass Daniela am wenigsten von den 4 kriegt, war ja klar. Und Matthias hat wahrscheinlich gut verhandelt. Ich meine, Leute, er war auch mal bei Hot oder Schrott, ne? Also das ist ja auch eine Prominenz, ne? Jeder bekommt eben das, was er verdient.
Eva hat es vielleicht auch einfach nötig. Eva ist keine Businesswoman, so wie ich. Hä, was ist das denn für eine Argumentation, Emmy? Eva kriegt so viel mehr Gage, weil sie nicht so eine Businesswoman ist wie ich, die wenig Gage bekommt. Bam! Ist das nicht auch ein bisschen Businesswoman, wenn du halt eine höhere Gage kriegst, Emmy? So ein bisschen? Also, bisschen? Hä? Also ich denke mal, dass Eva vielleicht 35 bekommen hat, um den Dreh. Na, Eva? Das sind mehr als 40.000 Euro. Wie viel genau? Jetzt hör auf! Ach, mehr verrät sie nicht. Aber sie bekommt 40.000, also mehr als 40.000. Gehen wir mal so 42, 43, 44, irgendwie so gehen wir zwischen 40 und 45.000 aus. Ne? Gehen wir mal davon aus. Und trotzdem hat jetzt zum Beispiel Matthias Mascarpone mehr bekommen. Sarah wird wahrscheinlich mehr bekommen. Und da sitzt man da so und denkt sich so, Alter, die Gewinnsumme sind 50.000 für diese Sendung. Und die kriegen teilweise mehr Gage, als die Gewinnsumme ist. Also natürlich juckt es auch manchmal nicht, wenn sie rauslegen, weil sie sich denken, ja, ich habe eh so viel Geld bekommen. Also klar, wäre nochmal geil, 50.000 on top, aber ich kann es verstehen, wenn es denen auch nicht so wichtig ist. Und Sarah auch deswegen einfach so, ja, ich gebe mal 8.000 ab, ne, kein Ding. Ja, bei so einer Gage kein Problem, locker. Ich kann mir vorstellen, Sarah hat 80.000 und hat einfach 8.000 davon abgegeben, so ein Zehntel. Ist ja gar nicht mehr so viel, ne? Ja, Eva, ja! 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 Hey! Scheiße, wir sind ja... And I'm feeling good. Wow, und hier wurde auch wieder die Gagenfrage geklärt. Und Eva hat mit ihren mehr als 40.000 von den vier am wenigsten Gage. Am wenigsten. Also, Paul hat dann so 50.000, 60.000, Matthias einfach mal so 75 und Sarah die 80 oder was. Stellt euch das mal vor, wie viel Geld es ist, einfach nur, die da rumchillen und scheiße sind. Ich will das auch. Ich will das auch. Ja, wow, ey, ja, wow, ey. Und da muss man immer vergessen, Sarah ist selten gut aus einem Format gegangen. Das heißt, meistens ist ja nach einem Format bei ihr auch erstmal wieder Ende. Meistens sagt Matthias. Matthias, der in jedem Format immer danach vom ganzen Publikum gecastet wird, der dann ewig lang nicht mehr gecastet wird und sobald er gecastet wird, alle wieder sind, oh, warum ist er denn wieder da? Sagt jetzt, dass Sarah nicht gut aus den Formaten rausgeht und deswegen auch die hohe Gage braucht. Ist aber auch irgendwie so, ja, die braucht's halt, ne? Die braucht halt das ganze Geld. Voll peinlich. Als ob das was Peinliches wäre. Die Bilanz, sie ist beinahe so mies wie Sarkans Gage. Nur 4 von 11 Runden gewonnen. Und irgendwie ist es das, was die immer machen, ne? Die kriegen 4 Fragen hin, 4 Spielrunden, 4 Punkte bei irgendwas und mehr nicht. Und dann gibt's ja eine Bestrafung. Ab nun trägt der Rest Sandsäcken mit unterschiedlichen Gewichten. Alter. Je mehr Gage, desto schwerer der Sack. Ja! Und Serkan freut sich das. Der Euro, endlich, das war mein Masterplan. Ja, clever gemacht, Serkan. Aber vielleicht muss auch gar keine Strafe annehmen, ne? Ja, doch, macht er natürlich dann. Bitte entscheidet jetzt, welche 9 von euch die Bestrafung antreten. Also lasst, ey, jetzt mal ganz ehrlich, lasst Sarah und mich bitte raus. Weil wir kriegen eh hier die größte Gage, müssen wir jetzt nicht noch einen fetten Sandsack schleppen, ne? Matthias, also die anderen kriegen dafür auch weniger Geld. Da kannst du auch ruhig für, keine Ahnung, 30.000 mehr mal ruhig einen Sandsack schleppen. Also, räum mal jetzt hier nicht rum. Tja, da musst du jetzt leider durch. Oh, wer ist das denn hier? Paul! Paul, Alter, schon. Wo bist du? Hier. Ja, und von den bestraften Leuten hat Paul einfach den fettesten Sack. Punkt. Emmy muss nichts schleppen, doch sie leidet sehr, weil Bernd hier mehr verdient als sie. Guckst du mich so. Kleiner Schlingel, du hast hier eins der höchsten Gagen, oder was? Bernd bekommt hier fast am meisten Geld. Ihr habt richtig Minusgeschäft gemacht. Weil Emmy ist ja eigentlich der wahre Star und sie wurde halt über den Tisch gezogen. Hat sie nicht auch gesagt, ihr ist egal, was die Gage ist, als sie eingezogen ist, weil sie einfach nur eine Sendung mitmachen will. Und Bernd, der ist halt Geschäftsmann. Er hat einen Friseurladen, der kann ja dann einen Monat nicht arbeiten, pipapo. Also der hat tatsächlich auch eine richtig hohe Gage bekommen und alle waren verwirrt und er so, hups. Das ist ja auch ein doof, dass das jetzt rausgekommen ist, ne? Ja, der weiß, wie es läuft. Tatsächlich, damit Emmy sich jetzt nicht weiterhin über die ganzen Gagen aufregen kann, hat sie dann eine neue Aufgabe bekommen. Sie darf schleppen. Bin ich jetzt hier der Kartonträger geworden, oder was? Ja. Soll ich das einfach mitnehmen? Ja, das ist für die Wand der Wahrheit. Gott. Ach du, oh mein Gott. Geht's? Oh, ja, Emmy, mein Gott, man muss auch mal ein bisschen Hand anlegen und ein bisschen arbeiten hier in dieser Sendung. Ne? Du kannst nicht einfach immer nur chillen und ausrasten, du musst jetzt auch mal schleppen. Für die Wand der Wahrheit. Jetzt wird das nicht sonst immer schnell hingelegt, warum müssen die das jetzt überhaupt abholen? Dieses Mal möchten wir von euch wissen, wer ist der beste Reality-Star in der Saarland?
Wow, was eine mega langweilige und subjektive Frage. Und wie soll man das beantworten? Dieses Mal möchten wir nun wissen, was ihr denkt. Wir durften selber entscheiden und ich glaube auch genau das war natürlich richtig krass, weil jeder wollte natürlich bei dieser Geschichte selber abzustimmen gut dastehen. Warum will man das immer? Also mir wäre das vollkommen egal, was die da drin über mich denken. Also die wollen sich alle nach vorne pushen und dann will ich dann machen, macht doch, fühlt euch doch toll, ich kenne die Wahrheit. Ja, aber Matthias hat es durchschaut und alle betteln sich wieder. Hol mal Matthias auf jeden Fall hier mal vor, würde ich sagen, oder? Ja, Matthias ist einer. Muss erst mal vor. Matthias ist Platz 1, er ist der beste Reality-Star. Habe ich was verpasst? Was ist da passiert? Hallo! Turmspringen, Schlag den Star, Promi-Boxen, Bachelor in Paradise 4 Jahre, Let's Dance, Promi Big Brother, Stalker-Challenge. Ich habe kurz verstanden, dass er eine Stalker-Challenge gemacht hat. Und ich war gerade so, Paul, beruhig dich bitte. Das ist auch eine Sendung, die man nicht sehen sollte. Ja, er hat einiges schon gemacht, aber irgendwie ist Turmspringen und Schlag den Star jetzt nicht gerade Reality-TV. Also ein Star bist du leider nicht, Paul. Sorry. Ich glaube, ich bin aber auch mit vorne, ja. Weil ich bin einer der ersten Really-Reality-Shows. Ja? Really? Ja, weil er war vor 100 Jahren mal ein Jahr lang im Big Brother Haus und kein Mensch, der heute noch lebt, erinnert sich dran. Oh Gott, es tut mir jetzt voll leid an alle älteren Leute, die diesen Kanal gucken immer. Die so, ich lebe den immer noch. Aber sorry, wer kennt den wirklich noch? Kennt? Nee. Hätte ich euch gefragt, hättet ihr gesagt, keine Ahnung. Es ist doch so. Es war die Wahrheit. Sascha sieht sich auf Platz 1, weil er mal vor 25 Jahren ein Jahr im Promi Big Brother... Nee, stopp, das war ja das normale Big Brother Haus, war. Man muss allerdings auch dazu sagen, es gab erstmal damals kein Promi Big Brother und es gab damals kein richtiges Reality-TV. Also man muss, wenn man das mal ein bisschen runterbricht, mal drüber nachdenken, ein Jahr lang, damals, ich glaube, ich habe es noch in Erinnerung, gab es sogar die Möglichkeit, live ins Haus zu gucken. Du konntest extra bezahlen und konntest die Kameras live reingucken und die stalken so richtig, wie ein langweiliger Stalker von zu Hause aus. Und abends gab es dann nochmal die Zusammenfassung für alle Leute, die kein Geld ausgeben wollten. Also das war schon anders krass, ne? Und hat den Grundstein auch für viele Sendungen gelegt. Muss man mal dazu sagen, Amy. Also ohne ihn, nicht ohne ihn, aber ohne die solche Sendung, gäbe es deine Karriere nicht. Ich würde eine Sache noch mal sagen wollen bezüglich meines Fotos, was einfach meinen persönlichen Platz angeht. Ich habe unfassbar viel Reality gemacht, habe unfassbar viel Sendezeit generiert. Ich war auch im spanischen Big Brother Haus, ich war im amerikanischen Reality. Und Sarah so, oh, amerikanisches Reality, das ist quasi auch fast Hollywood. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass Amy so eine Berühmtheit ist. Ja, die denkt sich auch, da ist jetzt die Konkurrenz, ne? Ich habe viel mehr geleistet als Sascha, als Matthias. Ich bin talentierter. Also sprechen die vier Sprachen? Haben die Sendungen in Amerika und in Spanien gedreht? Nein, haben sie nicht. Ist es automatisch talentierter, wenn man in anderen Ländern Sendungen dreht? Nein, auch nicht. Allerdings sagt das trotzdem was aus. Also ich finde, es ist schon eine Leistung, in Anführungszeichen, wenn man in anderen Ländern und überall mal ein bisschen mehr Fuß fasst. Also manche werden da ja immer nur rumgereicht von Format zu Format. Und Emmy hat da schon größere Schritte gemacht, muss man wohl so sagen. Mega Leistung, richtig geil. Serkan hat allerdings auch noch den Plan, oh mein Gott, Leute, lasst doch einfach mal noch dafür sorgen, dass einfach die Leute, die wir nicht mögen, berühmter und besser und bekannter sind. Wir sagen, wie toll die sind, damit die Neuen sich denken, oh mein Gott, die sind in Gefahr. Eva ist sofort auf den Zug mit aufgesprungen, war so, wuh, machen wir, lass doch mal Emmy auf die Eins setzen. Ja, und dann gab es dann später damit noch Probleme. Dazu aber später mehr. So ist fein. So ja. Ist doch fein. Perfekt. Ich habe den dritten gemacht, weil Serkan dann nochmal explizit laut gesagt hat, wie viele Kämpfe ich gewinne, damit die Neuankömmlinge einen Kicker auf mich haben. Und ich habe das Gefühl, Daniel hat diesen Plan schon mal durchschaut. Aber naja, jetzt ist er auf Platz 3, jetzt kann er auch nichts mehr machen. Ich hätte eh nie damit gerechnet. Bin ich ehrlich? Ich habe so viel ekelhafte, hässliche Sachen über mich gelesen. Und weißt du, warum du das gemacht hast, Matthias? Weil du ekelhafte, schreckliche Dinge getan hast und das sehr viele Menschen verurteilt haben. Aber anscheinend hat er jetzt da auch irgendwie wieder... Kaffee Reality, das ist so der Moment, wo man seinen Ruf rettet, ne? Da hat er jetzt seinen Ruf wieder ein bisschen gerettet und ich muss leider auch sagen, ich finde ihn ein bisschen sympathischer als in allen anderen Formaten, wie ich ihn jetzt gesehen habe. Ich hasse ihn nur, weil ich mich noch erinnern kann, wie scheiße er ist und ich hier keine zweiten Chancen gebe. Doch, gebe ich dauernd auch, ne? Matthias, gib mir noch 2 Folgen und vielleicht kotze ich nicht mehr, wenn ich dich sehe. Wie Herzen aussieht.
wie ich zu Freunden und zur Familie stehe. Und dass ich gelascht bin. Oh, okay, der ist jetzt aber auch schnell wieder gefangen. War das jetzt realistisches Weinen? Nee, war es nicht ganz. Aber Matthias, wir fühlen es. Wir fühlen es wirklich. Emmy hat dann allerdings natürlich jetzt gestört, dass Eva, während sie das alles besprochen haben, gesagt hat, hey, lass doch mal Emmy auf die Eins setzen, wenn sie so berühmt ist. Und das möchte sie dann nochmal ansprechen. Wenn du Kommentare loswirst, dann sag's mir einfach ins Gesicht. Flüster sie nicht irgendeinem ins Ohr. Hab ich dir doch gesagt. Nein, du hast jemandem ins Ohr geflüstert und gehofft, dass ich's nicht höre. Ich kann sowas gar nicht ab. So eine feige Art. Ich mach du mich. Du hast mich ausgelacht. Ich kann dich einfach nicht ernst nehmen. Ich dich auch nicht. Gut, tut mir leid. Lass es. Wow, was eine tolle Aussage von Eva. Und vor allem Emmy mit der Konfrontation. So, hey, warum hast du es gemacht? Das fand ich echt gemein und verletzend. Das war unnötig. Und sie, ich kann dich halt nicht ernst nehmen. Tschüss. Thanks, das ist doch richtig deeskalativ. Du bist feige und deswegen gehst du einfach. Ich bin feige. Ja, ich habe. Warum gehst du dann und soll ich dir was sagen? Das nicht aus. Soll ich dir was sagen? Wenn einer dann feige ist, dann aus. Bin ich die Letzte. Weil wenn du das Sommerhaus gesehen hast, dann weißt du ganz genau, dann dass ich nämlich die Letzte wie eine bin. Die Frau. Ich und möchte mit aus. Dir, ich möchte, dann mit, diskutierst ich möchte aus. Mich auf deinem Niveau nicht begeben und mit dir so sprechen. Aber das tust du doch dauernd, Eva. Ich meine, du hast tatsächlich auch diesen Streit angezettelt ein bisschen, indem du dich darüber lustig gemacht hast. Und Emmy möchte das mit dir klären, auch wenn sie es etwas sehr direkt klären möchte. Und du rennst jetzt weg, damit das Problem weiterhin besteht. Also ich finde eigentlich relativ okay, wie Emmy das gerade macht. Und hat Eva sich jetzt auch gerade als nicht feige bezeichnet, weil sie im Sommerhaus gemobbt wurde? Also ist irgendwie alles in ihrem Leben toll, weil sie im Sommerhaus jetzt gemobbt wurde und sie darauf alles beziehen kann? Eva. Ey, Mann. Denkst du, ich bin eigentlich bescheuert? Okay, dann denk das. Dann machen wir doch Emmy auf Platz 1. Denkst du, ich denk mir das aus? Ja, aber so hast du doch von dir gesprochen, oder? Ja, Emmy hat argumentiert, warum sie höher im Ranking sein sollte und du hast dich dann nochmal darüber lustig gemacht und das ja nicht ernst gemeint. Ich bin leider voll auf Emmys Seite. Muss ich mich nicht groß machen? Du darfst alles machen, was du also möchtest. Also warum lachst du mich dann dafür aus? Das ist doch mein Recht, wenn ich meine, darüber zu sprechen es und zu sagen, Recht, mich auszulachen. Oh mein Gott! Und ich liebe es gerade, wie Emmy sie, glaube ich, argumentativ zerstört und Eva gar nicht diskutieren kann. Die versagt ja auf ganzer Linie. Krass, also das ist... Also Emmy hat gewonnen, finde ich. Warum du mich nicht ernst nehmen kannst? Hast du mich gefragt, warum ich dich nicht ernst nehmen kann? Dass ich gerne ein, zwei Plätze weiter vorne wäre, weil ich sogar mehr Reality-Shows als du gemacht Nein, habe? Nein, darum geht's gar mit nicht. Mehr Erfolg? Darum geht's gar nicht. Mehr ja. Siehst du? Ich mag das nicht. Es geht nicht darum, ob du mehr Erfolg hattest. Hast du nicht, aber es geht auch nicht darum. Ich mag aber nicht, wie du dich hier darstellst. So überheblich. Eva, was tust du denn da die ganze Zeit? Also Eva, problematisch, würde ich sagen. Ich habe gewonnen bei diesem Streit. Für mich geht es um verstanden werden und um Respekt. Und den hat sie einfach nicht erwiesen. Hast du ihr Respekt gegenüber gezeigt? Hast du sie verstanden? Kein Stück. Also sie geht jetzt mit erhobenen Hauptes da weg, die Eva, und behauptet einfach, sie hat voll den Streit gewonnen und gibt Argumente, warum sie verloren hat. Die ersten Masken sind gefallen. Boah! Ekelhaft, ekelhaft, ekelhaft. Ich heule gleich. Wie ekelhaft und peinlich ist das auf die Kleinste und auf die Jüngste der Sala? Ekelhaft, 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 ekelhaft. Verstehe jetzt, warum ich Menschen hasse? Oh, und ich finde aber interessant, wie Emmy an ihre Grenzen ein bisschen kommt und ein bisschen die Fassade mit, das juckt mich alles nicht, so fallen lässt, sondern sie kommt damit, glaube ich, wirklich nicht ganz klar. Ich finde irgendwie ihre Körpergröße ist komplett irrelevant dafür, für die Diskussion. Aber ich finde die ganzen Reaktionen interessant. Ich bin der festen Überzeugung, dass Eva das ganz gezielt gemacht hat, Emmy vor den Neuankömmlingen platzen zu lassen, damit sie wie die Doofe dasteht. Der Daniel hat es geschaut. Allerdings muss man dann wieder dazu sagen, wenn Emmy dann vor den Neuankömmlingen platzt, ist es halt auch ein bisschen Selbstschuld. Also klar, wenn man jetzt die ganze Zeit gestichelt wird und dann ausrastet, ist es nochmal was anderes. Allerdings, naja, wenn eine Person auch dazu neigt, finde ich es nicht schlimm, wenn man das weiß, dass es dann so endet. Aber sie ist ja auch nicht mal ausgerastet oder so. Ach so, sowas von scheißegal, Emmy, jetzt mal im Ernst. Man will gar nicht auf Platz 1 stehen, weil das ist dann auch wieder unangenehm. Hä? Sorry, das habe ich auch gar nicht gesagt. Ja, da machst du einmal einen Kommentar. Ich will mich da raushalten, Emmy. Nicht böse gemeint, aber ich will mich da... Nicht böse gemeint, Emmy. Ich habe dich jetzt gerade drauf angesprochen, auf das Problem. Habe dann meins dazu gesagt, aber möchte mich eigentlich auch selber raushalten. Sarah, warum hast du sie dann angesprochen? Vor allem dieser Satz. Es ist voll unangenehm, wenn man immer über auf Platz 1 ist. Als sie die höchste Gage hatte, als erstes angefragt wurde und auch am meisten Änderungen im Vertrag gemacht hat, war sie so, ich bin Sarah Kay.
hat sie super abgefeiert. Und jetzt so, bei Amy ist doch echt unangenehm, wenn man auf Platz 1 bei irgendwas ist, ne? Sarah, Queen der Doppelmoral, denkt sich aber auch so, ich halte mich raus. Und wie hält sie sich am besten raus? So. Du weißt ja, wer du bist. Ja. Und du bist eine Löwin. Mhm. Okay. Pass auf, kurz Pause. Ich glaube, bei euch beiden ist das so, ihr könntet euch echt gut verstehen. Nein. Nein, so gar nicht. Allerdings labert jetzt Sarah mit Eva über Emmy und wollte sich ja erstmal voll raushalten. Hat super geklappt. Ich verstehe nicht, wie Sarah auf diesen Gedanken kommt, weil da ist ja überhaupt kein Vibe bei. Allerdings hat dann Eva noch andere Gedanken. Nicht Ex on the Beach Niveau. Mhm. Und auch nicht 24-7 saufen, ja, da hab ich, und sich 24-7 mit irgendwelchen Schlampen auseinanderzusetzen. Hat sie nicht gerade gesagt. Sie hat... Okay, Eva, also du hast dich aufgeregt, dass sich jemand eine Ratte bezeichnet. Von Tim Sand, damals Sommerhaus und generell. Und mach jetzt einen auf den. Eva, das ist echt too much. Halt einfach dein Maul. Ein neuer Brief sorgt dann allerdings auch kurz danach für Aufregung, sprengt das Gespräch zwischen Sarah und Eva und wir sind mal gespannt. Bitten die Plätze 1 und 2 jetzt ins Redaktionsbüro. Denn es steht eine redaktionelle Entscheidung an. Matthias und Sascha. Ihr beiden Schnuckelhäschen dürft ins Büro und da wartet uns meistens nur Schlimmes. Ja, ich hab's gewusst. Liebe Bestplatzierte, ein Star muss heute Abend noch die Sala verlassen. Und ihr kickt den gemeinsam raus. Na toll, einfach nur. Er ist eure größte Konkurrenz. Puh, oh Gott, ey. Ich liebe es, Matthias, sie ist so, oh Gott, ey. Verdeckt sich sein Gesicht und Sascha so, ja, mach ich auch. Ich bin auch tief betroffen. Der ist doch seit gestern gefühlt der Star. Was juckt ihn das? Paul ist super attraktiv, ist nett. Aber er ist definitiv ein Taktikspieler. Und ist aus meiner Sicht für uns beide die größte Konkurrenz. Warum ist Paul für euch die größte Konkurrenz? Und warum ist es wichtig, dass Paul attraktiv ist? Aber kickt ihn ruhig einfach raus. Langweilig genug ist er. Ja. Die Entscheidung ist natürlich aber spannend. Matthias fühlt sich ja da links wie die Kathi Hummels der Neuzeit. Und labert dann erstmal drauf los bei der Vorstellung. Peggy, von dir sieht man nicht sehr viel. Ich mag dich total. Wollte ich mal gesagt haben, weil du fliegst nicht raus. Aber ich wollte dich mal vor gesammelter Mannschaft hier bloßstellen, dass du ganz schön langweilig bist. Das waren meine Worte. Ich bin Matthias Mascarpone. Gern geschehen. Du, danke. Wer wäre schon öfters rausgefallen, wenn es nicht der Fall gewesen wäre? Wir haben uns für dich entschieden, Daniel. Weil er sich so oft gesaved hat, konnte man ihn nicht rauswählen. Und jetzt die Begründung, weil man ihn immer rauswählen wollte und es nicht ging, hat man es jetzt mal langsam gemacht. Ja, es ist eigentlich aber auch eine logische Begründung, dass er einfach eine starke Konkurrenz ist, weil er sich dauernd gesaved hat. Also von der Logik her ist es auch an sich clever, Daniel rauszukicken. Und es ist natürlich auch noch super praktisch, dass Matthias ihn eh super scheiße findet. Ah, zwei Fliegen in der Klappe, ne? Mein Lieber, ich mag dich total, das weißt du auch. Egal, was wir. Schade, ich hätte euch Bruder gerne weggebettelt. Ein anderes Mal. Aber es stimmt, dass das mir zu Matthias vom Abschied. Ey, ich mag dich total gerne, weißt du ja. In welcher Welt weiß er das? Ihr fetzt euch die ganze Zeit, du hast ihn in jedem Interview. Du magst ihn voll gern. Genau. Matthias und Sascha haben gerade zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sie haben den stärksten Konkurrenten für sich selbst rausgeschmissen und Emmy jetzt schutzlos zurückgelassen. Die wird dann die nächste sein, die fliegt. Ich glaube, dass Matthias doch eine ganz schöne Ratte ist. Nein! Daniel, das glaube ich jetzt nicht. Du hast das herausgefunden? Krass. Ja, allerdings, Daniel war immer der große Beschützer für Emmy. Percival war auch dicke mit Emmy rausgeflogen. Jetzt sitzt Emmy da ganz alleine und alle hassen Emmy. Und naja, wenn sie alleine ist und sie alle hassen, rastet sie, glaube ich, doch nochmal aus. Wird super. Ich glaube, ich habe mich gestern da extrem reingesteigert, weil auf einmal kriegst du da irgendwie so eine Ansage. Dann würdest du, glaube ich, auch erstmal drüber nachdenken. Was voll. Ist denn jetzt passiert? Was ist los? So weiß ich auch. Ja, die Peggy ist jetzt nicht mehr gut auf Matthias zu sprechen, weil er einfach vor versammelter Mannschaft gesagt hat, dass sie langweilig ist. Was komplett unnötig war, diese Information. Ach, sie ist jetzt ein bisschen sauer. Das könnte auch nochmal spannend werden. Vielleicht kriegt ihr eine Münze von ihr. Die Sarah, die ist da so ein bisschen wie so eine kleine Ölkanne im Moment. Die schüttet immer mal wieder drauf, dass das Lämpchen wieder ein bisschen mehr Helligkeit kriegt. Und Sarah, die erfolgreiche Rapperin, nimmt glasklar Stellung. Ist mir scheißegal, such die Konfrontation. Und dafür zahle ich auch gerne meinen Lohn. Ich habe keine Angst, komm, wenn du mir was sagen willst. Oh Gott, Sarah. Sarah, warum machst du das? Sarah, bitte hör auf.
Ja, es wird aber auch jedes Mal gezeigt, wie sie rappt. Also irgendjemand in der Produktion muss sich jedes Mal denken, yeah. Anders kann ich mir das nicht ganz erklären. Ja, tatsächlich schürt sie mal weiter den Streit zwischen Emmy und Eva, was eigentlich auch taktisch super klug ist, weil wenn die sich bitchen, bilden sich dann zwei Lager und einer muss halt rausfliegen und das ist dann nicht Sarah. Voll clever. Aber egal, erstmal geht's um ihre Rapper-Karriere. Alle gut drauf, wir wollen Spaß haben und manchmal auch mal streiten und manchmal auch vertragen. Das ist das, wie es läuft hier drin. Matthias muss in die Küche rein, deswegen schreibe ich jetzt hier für die diesen Reim. Wow, das ist ja mega krass. Matthias stand auch so, er hat es auch geliebt. Ja, garantiert. Bitte gehen wir dann lieber zum nächsten Tagesordnungspunkt, weil sonst drehe ich hier noch am Rad. Ganz wichtig, gespielt wird in Zweierteams. Die Stars dürfen ihre Teams selbst zusammenstellen. Also ich bin nicht ganz so stark, aber wenn du mit mir zufrieden bist, dann machen wir das. Ach, ist doch lustig. Oh mein Gott, es gibt wieder ein Selfie-Spiel und Peggy geht direkt zu Matthias, um mit ihm ein Team zu bilden, obwohl es... vielleicht sind sie am Ende beide safe und dann ist das Problem auch irgendwie gelöst, ne? Dann ist man direkt wieder dicke Freunde. Aber vielleicht ist sie auch nicht safe, dann können sie sich gegenseitig Schuld geben. Beides wäre geil. Bist du sportlich? Normalerweise ja, war Fußballprofi. Das möchte ich aber jetzt mal ganz im Ernst wissen. Ich möchte mich safen. Und ich brauche dafür einen starken Partner, der auch ein bisschen Emmy mitcarried. Oh, Emmy, das ist doch super unsympathisch, dass du wirklich so... ich brauche jemanden, der hier mit mir gewinnt, bitte. Loser brauche ich nicht. Kann man sich denken? Der Move ist uncool. Die Stars haben brav auf ihre Gage aufgepasst. Die Bestrafung ist hiermit offiziell beendet. Oh, das habe ich ganz vergessen, dass sie ja seitdem die ganze Zeit diese Sandsäcke rumschleppen. Habe ich nicht mal mehr wahrgenommen, dass das passiert ist. Hatten die es immer auf der... Habe ich Bestrafung ignoriert in meinem Herzen. Das war ja super läppsch. Willkommen beim Safety-Spiel. Wer stiehlt mir den Po? Hä? Das Spiel besteht aus zwei Teilen. In der ersten Runde des Spiels müsst ihr einen Lückentext von einem Teleprompter ablesen, wie bei Steht mir die Show. Und dabei die Lücken quasi quizmäßig füllen mit den richtigen Wörtern. Ja, okay, habe ich verstanden. Nach der ersten Runde scheidet schon mal das schlechteste Team direkt aus. Die übrigen vier treten dann in ausgelosten Duellen zur zweiten Runde an. Die wird im Turniermodus gespielt, bis am Ende das Siegerteam feststeht. So funktioniert das. Okay, was das zweite Spiel ist, weiß immer noch keine Sau. Aber wir fangen ja so mit dem ersten an. Hallo, in diesem Spiel geht es nicht um einen Fluss in Italien, trotzdem dreht sich alles um den Po. Um den Po. Po. Um den... Punkt. Sarah, die super gebildete Person, die man nie zum Zug kommen lässt, aber sie immer alles gewusst hätte, darf dann endlich mal was präsentieren und versagt. Ich meine, es gab ja auch nicht 10.000 Anspielungen, dass es jetzt gerade irgendwas mit dem Po zu tun hat, ne? Gar nicht. Um den Genuss. Matthias hat es auch so gar nicht verstanden. Ich lieb's. Das ist quasi der einzige Gag, also die einzige Pointe. Position. Pointe. Po. Also die einzige... Hä? Na, hätte da mal doch lieber Peggy auf dem Stuhl gesessen. Die verzweifelt jetzt auch ein bisschen. Denkst du so, warum wollte ich überhaupt mit Matthias das Team bilden? Das ist ja absolut schrecklich. Ja, er ist sonst immer das Brain und jetzt ist er nicht mal Brain. Doof. Ich bin hier, das gehören. Eine der größten polnischen Städte ist Posen. Oh, shame on me. Einer der größten polnischen Städten ist... Posen? Habe ich noch nie gehört. Noch nie gehört. Nee, habe ich auch noch nie gehört. In Polen. Und ich finde, Sarah hätte man den Punkt jetzt auch geben können, weil eine der größten polnischen Städte ist in Polen. Das ist leider die Wahrheit. Also da können sie nichts gegen sagen. Oh mein Gott, Sarah. Toll, wirklich toll gemacht. Wir ahnen also, wer eines der beiden schlechtesten Teams sein könnte, ne? Alle müsst ihr es schaffen, euren ganzen... Popo abzurufen. Matthias. Ich weiß nicht, ob er eine Lücke richtig hatte. Der hat immer alles nicht gecheckt. Vor allem, er konnte ich mal den Satz richtig vorlesen. Das bedeutet, es wird natürlich problematisch, das richtige Wort einzufügen. Funny. Peggy und Matthias sind raus als schlechtestes Team der ersten Runde. Nico und Emmy waren am besten. Sie bekommen also das kleinste Schild auf den Popo. Was für ein kleinstes Schild auf den Popo jetzt? Oh, ich habe das noch nicht ganz verstanden. Aber egal, jetzt gibt es irgendein Battle.
zeigt mir das Battle. Jetzt geht es ans Eingemachte. Ihr müsst euch gegenseitig wortwörtlich den Po stehlen. Hä, wo sind denn dann los? Die Popos habt ihr schon. Von uns kriegt ihr jetzt die Schilder drauf. Ah, sie müssen das Schild auf den Hintern machen und dann immer so zwei gegeneinander kämpfen und das Schild runterreißen. Und weil manche besser waren im ersten Spiel, kriegen sie ein kleineres Schild, was schwerer ist, runterzureißen. Boah, ich hab's gecheckt, ne? Kleine Zwischeninfo allerdings noch, die sind blind dabei. Go, Paul! Weiter, weiter! Sehr gut! Weiter! Es sieht allerdings auch ein bisschen affig aus und es könnte ein paar Stunden dauern, bis die sich gegenseitig erstmal finden. Also stell dir mal vor, die laufen den ganzen Kreis und sehen es einfach nicht. Wow, ist das spannend. Paul, geh runter! Dann hat die Eva dann auch reingeschrien, geh nach unten. Nee, wir sollen das nicht machen. Bitte keine Tipps geben, nur anfeuern. Wie, wir dürfen das nicht? Ja, wir dürfen keine Tipps geben. Wie, wir dürfen den blinden Leuten nicht sagen, was sie tun sollen? Das wusste ich jetzt aber nicht. Ja, Eva hat dann mal wieder ein bisschen geschummelt und alle so, Eva, was soll das? Und ich so, wusste ich wirklich nicht, kann ich nichts für. Wir können allerdings festhalten, es war komplett langweilig, sich das anzugucken. Das war wirklich gar nicht spannend. Bis zum großen Finale, Paul gegen Bernd, weil da ist was passiert. Achtung, gleich passiert die Sensation. Ich dachte so, krass, ich sehe nicht richtig, dann greift er unter die Beine. An der Eier entlang und hinter an der Arsch. Und da muss ich einfach sagen, es war auch gemein. Einfach Heimvorteil für Bernie. Und er hat damit gewonnen. Mann, aber manchmal hilft es einfach die Gays mal wieder. Nachdem Eva dann allerdings feststellen musste, oh, ich bin jetzt mal wieder nicht gesaved, zurück in der Sala, ein genialer Plan nun. Emmy, mir ist es dir wichtig, noch was zu sagen. Ja. Also, ich wollte dich gestern nicht auslachen. Ich verstehe, dass du dich rechtfertigst. Aber ich weiß auch, was ich gesehen und gehört habe. Ich verstehe auch, warum sie sich rechtfertigt. Sie will noch mal ein bisschen auf gut Ding machen, damit die sich jetzt nicht gegenseitig wählen. Beziehungsweise damit Eva nicht wählt. Eva, es ist irgendwie sehr auffällig, dass du dich immer entschuldigst, kurz bevor es zur Nominierung geht. Also bitte. Ich bin der gute Gute, ich bin der gute Gute. Wir haben alle in dieser Reihe hier miteinander gesprochen. Dein Kommentar war aber am Abstand, der am erniedrigsten so. Ich finde deine Auffassung sehr interessant. Und sie ist halt völlig falsch. Genau, sie wollte sich damit nicht erniedrigen. Sie wollte, dass die anderen dich deswegen rauswählen und auf den Kicker haben. Das ist also komplett eine falsche Auffassung hier, Emmy. Du kannst doch nicht Eva sowas unterstellen, wenn sie eigentlich was viel Schlimmeres machen wollte. Oh. Also bitte. Dass Emmy mir vorwirft, ich hätte sie gemobbt oder sie ausgelacht, ist für mich absolut lächerlich. Absolut unter der Gürtellinie und absolut falsch. Ich liebe es. Also die Vorwürfe, dass Eva jemanden auch ausgrenzen und mobben könnte, ist für sie unter der Gürtellinie. Die ganze Zeit darauf rumzuhacken, dass auf sie rumgehackt wird, dass sie jemanden mobben könnte, ist einfach ein No-Go. Eva? Ich bin fein. Ich bin bei mir angekommen. Du nicht. Denkst du, du kennst mich, um mir das zu sagen, Eva? Ich weiß das. Du überschreitest gerade deine Grenzen. Du kennst mich nicht. Du kennst mich und meine Geschichte nicht, um mir das zu sagen. Damit hat er mich schon wieder recht. Also ich war einfach wirklich wieder zu den Grenzen überschritten. Auch so, ich bin bei mir angekommen und du nicht. Du bist mit dem unrein und wieder so dieses von oben herab, dieses Eklige, das hilft kein Stück weiter. Und irgendwie ist das Gespräch eine richtig dumme Idee gewesen. Jeder hat seine Geschichte, juckt mich aber nicht. Sie kennt meine Geschichte nicht, ich kenne ihre Geschichte nicht. Und damit ist das Thema gegessen. Okay, ich beende das Gespräch, weil ich finde es nicht cool. Ich liebe es. Erstmal Eva, jeder kennt deine Geschichte, weil du sie dauernd überall präsentieren musst, auch wenn sie keiner hören will. Zweitens, Eva sucht das Gespräch, macht wieder super problematische Aussagen, um dann das Gespräch zu beenden, weil sie es nicht mehr cool findet hier. Alles klar, tut mir auch leid, wenn man nicht darauf hinweist, dass deine Aussagen halt ganz schön scheiße sind. Aber gut, da muss man manchmal durch. Aber ist ja auch egal, weil dann gibt es kurz danach die Rauswahl und dann springen wir auch ganz schnell mal dahin. Und Leute, es gibt eine richtig spannende Moderationsfrage von Kathi Hummels. Die dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Sascha, heute hat dein Bruder Jay die Macht. Hast du Angst, dass du gehen musst? Was eine gute Frage, oder? Hey, hast du auch den Gedanken, dass dein Zwillingsbruder dich als allererstes rauskickt? In welcher Welt, Kathi? Aber danke, dass du nochmal nachgefragt hast. Auch wenn ich es mir anders gewünscht hätte, Emmy... Jemand, der mich hier als Feige oder als Mobber bezeichnet, das ist für mich einfach das Allerletzte. Also zur Verteidigung muss man dazu sagen, Emmy wurde jetzt von Eva nicht so schlimm gepiesackt wie Eva damals im Sommerhaus von allen anderen.
Aber ich hatte auch echt unnötig viel geschossen. Muss man halt auch einfach mal dazu sagen. Und das auch schon über einige Folgen hinweg und auch schon hinter den Rücken und viel gelästert. Also, es kommt jetzt auch nicht von ungefähr, ne? Ja, gerade dann macht man auch nicht das, was man dir angetan hat. Das verstehe ich halt nicht. Alright, baby. That's my choice. And that's it. And that's me. Oh mein Gott, Jess ist ein bisschen gerade mit Spirit Animated. Ist auch noch so, alles klar, so geht's hier also ab. Das ist also die Verrückte. Und auch dieser Move von Eva, der ist so, das ist leider so ein typischer Mobber-Move. Also direkt, nicht, dass das war jetzt kein Mobbing, was sie gesagt hat, aber es war so ein, sich so selbst bestätigt fühlen, indem sie noch einen hinterher schiebt. Das ist so, ah. Auch nur unangenehm. Deswegen, Sarah, ich habe mich für dich entschieden. Bei dir habe ich halt das Gefühl, dass ich am ehesten gefährdet bin. Wieso zum Geil denn bei Sarah? Es ist Sarah. Aber okay, ja, schmeiß die mit rein, Becky. Leider musste ich feststellen, dass du super aufgesetzt bist. Du bist einfach nur auf Knopfdruck. Ist für mich halt nicht echt. Und damit gibt Serkan dann Emily die zweite Münze. Nico, ich habe mich für dich entschieden. Aber nicht, weil ich nicht will, dass du hier bleibst. Sondern weil ich will, dass du da bleibst. Aber Matthias, du weißt schon, dass die Münze dafür sorgt, wenn er am meisten hat, dass er rausfliegt, ne? Ah, er hat dann gesagt, es soll so eine Wachrüttler-Münze sein, damit er weiß, er muss mal mehr aus sich rauskommen. Und ohne diese Münze hätte er das nicht verstanden. Boah, Matthias, du bist so ein Guter einfach. Du gehörst zu den Guten. Sobald die Kamera da ist, ist sie Hollywood. Sobald die Kamera sich rumdreht, ist es eine der langweiligsten Personen, die ich kennengelernt habe. Und jetzt mache ich es kurz. Emmy. Hat die dritte Münze. Und da muss ich sagen, Leute, wenn Emmy eine langweilige Person ist und vor der Kamera eine spannende Person, ist es immer noch besser als die Person, die selbst vor der Kamera super langweilig sind. Muss man ja mal dazu sagen. Und mir ist tatsächlich aufgefallen, das kann ich jetzt noch kurz aus dem Nähkästchen plaudern, ich war ja beim Dreh mit Samuel und Yvonne. Das Video verlinke ich euch vielleicht, oder ich vergesse es. Allerdings, ich war ja bei diesem Dreh. Und wir haben natürlich auch manchmal einfach nur rumgechillt und ruhig gesessen. Und dann haben wir uns aber vor die Kamera gesetzt und wussten, jetzt geht die Action hier ab. Und sind dann alle drei ein bisschen mehr aufgedreht. Deutlich. Dann war die Kamera wieder aus und wieder so, boah, erstmal wieder chillen. Also es ist doch relativ natürlich, dass man vor der Kamera lauter wird oder extrovertierter und ohne Kamera erstmal wieder ein bisschen runterfährt. Das finde ich also nicht mal so krass. Und manche Menschen haben das, glaube ich, nochmal mehr als andere. Das finde ich nicht weird. Eva, ich finde diese Hetzerei, die du die ganze Zeit jetzt nebenan betreibst, lass es doch einfach gut sein. Lass mich doch einfach annehmen, was die Leute mir sagen. Denkst du nicht, ist es vielleicht schon schwer genug, dass so viele Leute auf einen vielleicht gerade nicht so schöne Sachen einreden? Oh mein Gott, und Emmy hat da auch wieder einen validen Punkt. Ich meine, es ist immer noch Emmy und bla, aber es stimmt halt. Und Eva hat auch bei anderen weitergestichelt. Und ich liebe es, dass Eva so, oh, wie kann sie jetzt nur sowas behaupten? Obwohl, wenn man das jetzt so ein bisschen nochmal so sieht, ist die Situation ja ähnlich. Also mehrere Leute hacken jetzt auf Emmy rum, vielleicht auch berechtigt, aber auch damals bei Eva konnte man sagen, vielleicht auch berechtigt. Aber Eva ist da auch ein bisschen mit ein Zugpferd. Nico, ich finde, du bist ein Bombentyp. Du hast das Herz am rechten Fleck. Allerdings würde ich gerne echt noch anderen Personen eine Chance geben und ich hoffe, du bist mir nicht böse. Richtig geile Begründung, Sarah. Hey, Typ, der letzte Woche eingezogen ist. Ich gebe dir die Stimme, weil andere Leute es mehr verdient hätten. Ja, der konnte sich auch jetzt richtig beweisen, ne? Es folgt hier natürlich jetzt auch noch die wichtigste Rede von Paul, weil die sind immer spannend. Ja. Die vierte Münze für Emmy. Ja, danke für den Einwurf, Paul. Allerdings, ja, das ist dann auch wieder doof gelaufen für Emmy. Und ansonsten würde ich jetzt Eva nehmen, und zwar, weil sie den Paul besser findet als mich. Ja? Und das finde ich nicht gut. Der ist auch so ein Sympathischer. Hat allerdings auch nette Worte dann zu Emmy gesagt, die sie dann nochmal ein bisschen aufgebrochen haben, dass sie ein bisschen weinen musste. Das habe ich jetzt nicht reingepackt, weil ich das ein bisschen aufwühlend fand. Leute, verzeiht mir das, aber sie hat geweint. Also, Emmy weint doch jetzt nicht. Und dann hat sie natürlich auch aufgehört, weil das hilft ja immer, ne? Immer mal ganz ehrlich, wenn du in das Spiel gehst, hör auf gleich an jemanden zu zweifeln, sondern öffne dich dem Menschen. Nico hat cool abgeliefert. Die Aktion fand ich heute nicht cool, ansonsten kann ich nichts über euch sagen. Deswegen geht an dich die Münze. Und damit hat Emmy die meisten Münzen und muss leider rausfliegen. Ja, weil sie auch noch diesen gemeinen Kommentar zu Nico gemacht hat. Das war für Benny zu viel. Da musste sie weg. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Die Hetzerei war aber gerade nicht nötig, wirklich. Ich hoffe, du verstehst auch, dass es gab keine Hetzerei. Die gab es nicht. Reflexion bei mir nicht vorhanden. Die gab es nicht. Okay,
Danke dafür. Ich habe wirklich eine sehr, sehr dicke Schutzmauer. Und bis zum heutigen Tag fällt es mir schwer, auch eine Verbindung zu Leuten aufzubauen. Und es tut mir wirklich leid, wenn ich ein paar von euch verletzt habe mit meiner Art und Weise. Oh mein Gott. Und ich glaube, Emmy, das total. Also ich glaube ihr, dass sie irgendwie ein bisschen verkorkst ist aus der Kindheit wahrscheinlich. Irgendwas Familiäres bestimmt. Dass sie dann deswegen viel verschlossener ist und deswegen immer diese coole Mir-ist-alles-egal-Haltung hat. Und jetzt gerade wirklich verletzt ist und zählt ist und wechseln muss zwischen dieser Mir-ist-eigentlich-alles-egal-und-ich-bin-verletzt-Haltung und das ganze hin und her switcht. Und sie sehr mit sich im Unreinen gerade ist, wie sie damit umgehen soll. Und die tut mir total leid. Kann die mal jemand drücken? Ich meine, sie ist dann weggegangen mit, ich hoffe, diese Menschen haben nie wieder Erfolg in ihrem Leben. Aber trotzdem tut sie mir leid. Allerdings, Leute, die Neuen durften danach auch noch jemand rausschmeißen. Paul. Der Paul. Nein. Was? Nein. Doch. Endlich ist diese Liebescheiße mit Eva vorbei, obwohl es wäre richtig geil gewesen, wenn die jetzt Eva hinterhergekickt hätten. Aber dafür, naja, sind wir Paul jetzt los. Ist es schade? Nee. Verrückt. Ja, Leute, und das war's dann mal wieder mit der Folge gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare. Hier hinten bei einer Sache draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.